Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outriders. In der letzten Folge sind wir ja hier gelandet und ich würde sagen, dann machen wir auch hier weiter, wa? Würde Sinn ergeben. So, wir müssen los. Denn Attacke. So, wir sind hier und ich will jetzt dahin. Jetzt gehen wir mal wieder hier. Drückt halten. Hallo? Ach so, du bist hier. Entschuldigung. Schön. Geht nicht kaputt. Scheißspiel, deinstallieren. Mann, Mann, Mann. Ja, ich habe leider irgendwie nicht so viel Zeit, um das Spiel auch mal ein paar Stunden am Stück spielen zu können. Deswegen muss ich mich bei fast jeder Folge wieder so ein bisschen neu reinwuseln. Ist Das das ist nicht da ganz so vorne? schön. Ja, aber die Seilbahn scheint defekt. Du kannst ja die Soldaten fragen, wie man sie in Betrieb nimmt. Was zur Hölle war denn das? Ich halte den Motor warm. Ah ja, okay. Frage den ECA-Captain nach dem Weg zum Funkturm. Hier kann ich jetzt verkaufen. War das sowas? Diese verdammte Mission ist Zeitverschwendung und ein. Nee. Hier werde ich verkaufen. Oder? Wo war das? Irgendwo gibt es doch hier mal so ein NPC, Outrider, ne? Wo was man kann ich für halt dich tun? verkaufen kann. Ich muss meine Ausrüstung verbessern. Ach, das war das. Aber verkaufen kann man vielleicht auch gleichzeitig, oder? Sadie kann neue Gegenstände für dich herstellen. Ausgerüstet kann man jetzt hier. Ach so, dann recycelt der das und ihr kriegt dann dafür Metz, ne? Können wir ihm ja mal so ein bisschen was. Das sind die Sachen, die ich hier ausgerüstet habe, ne? Nehmen wir ihm nämlich mal den ganzen Quatsch hier, den ich sowieso nicht mehr brauche. So, jetzt haben wir hier einen Haufen neues Zeugs gekriegt. Klicken wir hier den Rest auch noch an. Das ist auch noch besser als verkaufende, ne? Denn so habe ich gleich ein bisschen mit für später. Zzt. Tschüss. Oh, jetzt ziehen wir hier. Schrott haben wir jetzt hier eine Menge. Leder vor allem auch. Eisen. Und ein bisschen Titan. Ist doch nicht schlecht. Na gut. Schönen Tag noch und erfrier nicht. Weiter jetzt. Ich Oh. sehe Sie auf dem Kamm rumschleichen. Lass Sie. Wenn Sie einen Kampf wollten, hätten Sie einen angefangen. Wollen Sie, dass wir angreifen? Also atmosphärisch und sowas hat es ja hier voll, ja. Also mir gefällt das Spiel echt gut. Nur wie gesagt, leider nicht so sehr viel Zeit momentan, um hier ein bisschen am Stück spielen zu können. Hier besser drin eintauchen zu können. Aber naja, so wie es halt passt halt, ne? Gibt ja auch wichtigere Sachen als spielen. Wie komme ich zum Funkturm? Cool. Die Seilbahn zum Funkturm. Funktioniert die? Nicht seit Rebellen sie kontrollieren. Die Gondel ist auf ihrer Seite. Du könntest sie ja brav bitten. Danke, ich verzichte. Was ist mit der anderen? Würde ich nicht riskieren. Fährt so dicht am Vulkan vorbei. Ist er aktiv? Naja, ab und zu spuckt er Lava. Aber da drin lauert noch was viel Unnatürlicheres. Okay. Was hat es mit dem Vulkan auf sich? Was auch immer da drin ist. Selbst die Rebellen halten Abstand. Wir haben es auf die harte Tour gelernt. Das Ding blieb im Nebel. Zerrte sie die Klippen runter und spuckte Feuer. Ich habe nichts gesehen, nur die Schreie gehört. Als wir die Gondel dann zurückgezogen hatten, war alles voller Blut und Asche. Also, wenn ich die Seilbahn nehmen will, dann muss ich mich zuerst um den Vulkan kümmern. Machst du Witze? Bist du etwa lebensmüde? Sag mir einfach, wie ich hinkomme. Oh, übrigens, ich bin Captain Dunham. Es gibt einen Weg, der ins Gebirge hinaufführt. Draußen ist was Furchterregendes, aber wir wissen nicht, was es ist.
Ja gut, schauen wir uns das Ganze mal an, ne? Sowas. Erkunde den Gipfel. Wir mal gucken. Oh. Schick, schick auf jeden Fall. Echt schick. So, einnehmen. Na, selbstverständlich doch. Da geht's. Das wird später bestimmt noch mal interessant. Mit den ganzen Hin- und Herreisen. Wird man sicherlich den einen oder anderen Punkt noch mal benötigen. Oh, interessantes Fadenkreuz. Guck mal hier rein, Digga. Was ist das für eine Waffe? Mit dem Ausweichen habe ich es noch nicht so. Mit dir, Tosti. Da muss ich echt noch eine Menge üben. Oh, und dann macht er halt manchmal, was er ja nicht will. Kommt davon, wenn man sowas zuvor nie gespielt hat. Aber irgendwann ist er immer das erste Mal, oder? Und ich bin halt kein großer Fan von Ubisoft Games. Deshalb habe ich auch nie Division gespielt. Was ja vom Spielstil her ähnlich ist. Also mit Third Person vor allem. Man sieht halt nur leider nicht so sehr viel von. Ah, da ist was. Wir machen jetzt hier einfach mal. Klare Sache, oder? Bisschen schwer zu tragen hier, das Ding, ne? Kann man jetzt hier einfach wieder wechseln? Ja, okay. So, kicken wir mal hier oben, ob hier irgendwas Schönes ist. Da kick mal. Was haben wir denn da? Eine neue Uniform. Die ziehen wir mal leer an. Ist nämlich kalt draußen. Oh, die ist sogar schlechter. Okay, nee, ziehen wir nicht an. Aber wir bauen hier noch ein bisschen Sachen ab. Eisen. Ein bisschen mumpeln. Und weiter geht's. Mehr ist hier nicht, oder? Ja. Stimmt, wir haben ja noch so eine Markup-Attacke, die vergesse ich aber auch immer wieder, wa? Dass es die gibt. Oh. Hey. So, immerhin das. Jetzt kommt der nächste. Ich glaube, hier noch ein Zeugs rum. Alter, was war das denn?
Weißt du was? Abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Dann liegt hier noch ein Haufen Leder rum. Nochmal eine neue Jacke. Ich glaube, irgendwas anderes hatte ich auch noch aufgehoben, oder? Was hat der denn hier für eine Jacke? Jacke des Gelehrten. Die ist schon richtig gut irgendwie, oder? Und das Zeugs, was hier noch so droppt, eher schlechter ist. Ah, guck mal hier, bessere Handschuhe. Au. Nice. Hier war jetzt nichts dabei. Naja, okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt mal hier nochmal gucken. Ist hier irgendwie was zum. Ne. Zum Abbauen vielleicht, dachte ich. Aber muss ja so ein bisschen gucken hier, ne? Nachher brauche ich so viel Metz. Für irgendwelche Sachen, die man hier einfach hätte sammeln können. Ich sehe die nun einfach wieder nicht. Weil ich manchmal einfach Sachen nicht sehe, ja. Aber das ist ja nichts Neues. So, beobachten. Wie groß werden die denn noch? Fast jede Kreatur, der wir auf dem Planeten begegnen, hat sich seit unserer Landung extrem schnell entwickelt. Auf sehr unnatürliche und tödliche Weise. Passen sie sich an die Gefahr durch die Anomalie an? Oder werden sie von der Anomalie verändert? Das ist doch scheißegal. Hauptsache, die kommen nicht nah genug ran, um dich zu fressen. Ja, vielleicht ist er ja auch schon satt. Muss nicht fressen. Wer weiß, wer weiß. Oh oh. Gut, schon meine Schütze hinstellen. Hau mal lieber ab. Die Waffe gefällt mir ja mal richtig gut, war ich jetzt schon mal gesagt. Ja. Nee, echt geil. Gegenstand. So, dann haben wir eine neue. Sekundärwaffe bzw. Drittwaffe sind ja dann, ne? Und Feuerknifte. Ja, es gibt ja wie Hauptwaffen, Nebenwaffen und Pistolen. Handfeuerwaffen sozusagen, genau. Handfeuerwaffen, Nebenwaffen und Hauptwaffen. Also mal drei Kategorien sozusagen. Ist hier noch irgendwas? Ah, guck mal hier. Schrott und eine neue Knifte, eine Pumpe. Hauptwaffen sogar. Ja, irgendwie gar keine Reichweite, dafür mega viel Damage. Ne, das mag ich nicht. Jetzt erstmal weiter. Stellen hier sowas hin. Die wir auch sparen können, ne? Oh, wobei. Bisschen was kommt der hier. Sieht die Schütze ja nicht so doof. Also diese Fähigkeit, I love it. Ja, erstmal schnell ausweichen. Erstmal schnell in die Glut springen. Das hilft nämlich. Neue Stiefel! 165, 182. Oh. Schnell rein. Müssen wir nochmal neue Stiefel anziehen, Mensch. Das hätte man hier abwarten können, ne? Oh, geht noch nicht. Sowas. Sowas. Naja, so langsam. So langsam. Nee. So. Zack. Dauert zu lange, Waffenwechsel. Ich mach sowieso mehr Damage. Oh. War ja schon tot. Oh. Oh, muss man nachladen. Hä? Du nur Moment da. So, jetzt habe ich wieder eine Waffe aufgehoben, richtig? Richtig. Eieieiei. Hier sieht es ziemlich unnatürlich aus. Was zur Hose?
Naja, ist wieder so ein normales Sniper-Scope sozusagen. Na schön. Ein bisschen rollen, ein bisschen rutschen. Ist hier noch irgendwie was zum Einsammeln? Ich glaube nicht, ne? Gehen wir erstmal weiter. Oh, das wird langsam warm hier, wa? So quasi. So, Munition nochmal gut. Hallo? Schläft hier noch jemand? Nein. Zum Betreten. Oh, ob ich das wirklich will? Aber gucken, das riecht doch jetzt hier nach Kampf mit dieser Megaspinne hier, oder? Ich glaube ja. Mal gucken. Habe ich mir das Lager frei? Ach so, dann erstmal hier Zeugs machen. Hey. So viel Damage machen hier. Die sind aber auch schon wieder vom Level her ordentlich über mir. Kann ich hier irgendwie in Deckung gehen? Nein, aber ich kann den erstmal killen. Sowas. Sowas. Hier kann man vielleicht in Deckung gehen. Ne, erstmal wollen wir hier. Oh, warte. Killen. Das möglichst schnell. Okay. So. Das. Dann wieder ein Sniper. Wechseln wieder vom Sniper. Ah, für den Nahkampf ist denn das Ding ja dann doch irgendwie angenehmer. Hä? Gibt mir doch laut Map genau angezeigt. Wo ist er denn? Über mir oder was? Hier ist er ja. Okay. Da ist ja hier wirklich Bossfight, aber nicht die Spinne, wie vermutet, sondern so ein anderer Freak. Mal schön aufs Köpfchen, wenn man es denn trifft. Ja, erstmal, genau. Warte mal nach. Mal. Und schön eingefroren. Dies was? Naja, nicht mal so schwer gewesen, oder? Neue Hose, ein bisschen Titan. Und was für das andere? Eine Waffe? Hat richtig gesehen? Eine deutlich bessere Hose auf jeden Fall. 433 als auch eine Hauptwaffe. Kann ich das jetzt ja eigentlich auch? Stimmt, man kann das ja auch so wechseln. Genau. So, hier fällt mir nämlich besser. Und dann laufen wir mal weiter, ne? Oh, siehst du gleich First Try? Na, sag mal. Wo ist denn hier los? Ist doch mal eine erfolgreichere Folge als so das letzte Zeug, so. So, erkunde immer noch den Gipfel.
Oder dann lasse ich jetzt hier hin. Achso, ich hätte noch da weiterlaufen sollen, ne? Oder? Oder hier lang. Oder dass ich jetzt falsch gelaufen bin. Na, alles sehen. Oh oh. Nee, ich bin doch tatsächlich falsch gelaufen. So. Upsi. Kannst du mal wieder wiederkommen? Nein? Okay, ist vielleicht auch besser so. Oh. Eieieiei. Aber auch eine Menge von diesen komischen Spinnviechern. Oh, bald Level ab, hm? Ob es dann auch mal wieder so einen Skillpunkt eigentlich gibt? Ist das hier mit jedem Level ab, krieg hier so einen Skillpunkt oder wie ist das hier? Na, ich bin auf jeden Fall richtig gelaufen. Weiter, weiter, weiter. Ich habe irgendwie noch echt das Gefühl, dass gegen die komische Riesenspinne da noch gekämpft werden muss. Ja, tötet die gigantische Lavaspinne. Okay, I try it. Okay, so, dann mal richtig hinsetzen und dann wollen wir mal hier, wa? Aber schön in den Ellenbogen gestoßen, ey. Eine super Voraussetzung hier für den Bossfight. Okay. So, wollen wir erstmal gleich alle zünden hier, was wir so haben. Erstmal hier weg vielleicht. Hallo, lass sie mich raus. Man kann mit diesem Minigun die Döns nicht mehr ausweichen, so schnell, oder? Das ist irgendwie vielleicht doch nicht so die geilste Fähigkeit, die man sich so aussuchen kann. Voidzone. Komm, lass doch mal schneller nach. Oh, weg, 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 weg. Weg, weg. So, erstmal wieder das hin und das hin. Das und das und das. Und so. Oh, ausweichen. Hat doch schon mal super funktioniert. Wo muss ich denn hier überhaupt immer hin? Auf jeden Fall nicht in diese blaue Zeugs hier, ne? Oh ne, da sollte ich auch nicht hin. Oh, warte, warte, warte. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Ja. Okay. Phase 2 oder was? Mann, ey, ist ja richtig was los. Hallo? Ach, jetzt kommen hier jetzt. Okay. Ja, tatsächlich 2 Phasen hier anscheinend. Oder 3 Phasen vielleicht sogar. Oder mehr, wer weiß. Man wird sehen, was hier noch so kommt. Ich hoffe, dass ich noch genug Munition für den Fight dann habe. Ganz gerne erstmal das Mini-Ad hier kaputt machen, genau. Sowas. Was macht so ein Raketenwerfer auch irgendwie mehr Sinn, ne? Die eigentlich irgendwo eine Schwachstelle?
Witwe hat die extrem viel Leben, ja? Das finde ich ja irgendwie nicht ganz so cool. Ah, hier kriegt man hier und da mal wieder so ein bisschen Munition. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn das geht hier ganz schön runter, wa? Und liegt da ein bisschen was. Oh, weg. Sowas. Raketenwerfer und Attacke. Tju, bam. So. Komm, 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 laut nach. Autsch. Das war jetzt nicht ganz so gut. Okay. P3 oder was? Oder ist das wieder Ad-Phaser? Ne, irgendwas anderes anscheinend. Lol. What the hell? Sowas. Raketenwerfer. Und immer Rinder. Oh, andere Richtung. Will ich hier irgendwo anders hinschießen oder was? Muss ich hier etwa da oben schießen? Jetzt ist er auf jeden Fall erstmal wieder weg. So was? Aua, 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 aua. Ergwesi ist schon tot, ich muss trotzdem erstmal leer schießen, das Ding. Puh, da war aber auch knapp zum Schluss, wa? Viel Leben habe ich nicht mehr gehabt. So, damit auf jeden Fall auch Level up. Oh, und auch noch einen ordentlichen Fortschritt auf Stufe 11 neu gekriegt. Nice. Klassenpunkt heißt es denn hier, ne? Ich glaube. Warte mal, komm, dann machen wir nochmal. Ist ja erstmal nicht ganz so wichtig. Erstmal schauen, was hier so gedroppt ist, wa? Das ist erstmal viel geiler. Neue Handschuhe, neue Knifte. Aber ich. Ich glaube, wir verschwinden hier erstmal. Das ist hier irgendwie nicht ganz so schön, ne? Ein bisschen zu warm. Es macht super viel Spaß, ey. Was ein cooles Spiel. Habe ich gar nicht so mit dir gerechnet am Anfang. Na klar, die Demo hat auch schon Spaß gemacht. Aber das ist ja hier echt mal deutlich mehr als gedacht. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die Knifte, die wir hier gekriegt haben, ist jetzt nicht ganz so geil. 493, das ist alles ein bisschen besser, ne? Dafür deutlich bessere Handschuhe wieder. So, haben wir hier irgendwas übersehen? Ein Köpfchen, neue Stiefel? Nein. Okay. Aber Fähigkeiten, nee, wo war das hier? Hier war das. So. Naja, guck mal her. Jetzt sind wir hier Meisterschaft in Scharfschützenwaffen. Die mag ich ja sehr, ne? Da drum snipern. Und ja, damit wir jetzt ein bisschen mehr Schaden auch machen. Captain Dunham, das Vulkanproblem ist geschichtet. Du hast es getötet? Ich kann es kaum glauben. Fantastisch. Ich werde veranlassen, dass die Seilbahn vorbereitet wird. Okay, okay. Tjo, haben wir wohl den Auftrag erfüllt oder was? Oder wie oder wo oder wann? Ja, jetzt sind wir wieder hier. Dann nehmen wir das Ganze mal noch ab. Diese manchmal so nebenbei quatschen. War das so ziemlich cool? War das schon ziemlich cool? Wir alle hätten dich gern schon vor Monaten hier gehabt. Jetzt haben wir vielleicht eine kleine Chance, den Berg zurückzuholen. Sag mir einfach, wie man die Gondel bedient, Captain. Ich muss meinen Wissenschaftler zum Turm raufbringen. Tja, da gibt's nur ein Problem.
Die von uns kontrollierte Gondel fährt nicht zum Turm. Sie fährt mitten in die Rebellenbasis hinein. Sobald du ankommst, bist du im Nu umzingelt. Aber wenn du es schaffen würdest, genug von denen auszuschalten und den Funkturm zurückzuerobern, schicke ich deinen Wissenschaftler rüber. Hört sich gut an. Hey! Ich bitte dich ja nur ungern darum, das allein zu erledigen. Aber nach deiner starken Vorstellung beim Vulkan... Hör mal, deine Leute haben es schon schwer genug. Ich übernehme das. Mann, 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 alles muss man mal alleine machen. Oha! Oha! Jetzt kann man hier neue Waffen auswählen. Verbrennung. Schüsse verursachen einen Verbrennungseffekt bei Gegnern 8 Sekunden lang. Nice! Ja, auf jeden Fall das Ding. Wir haben ja jetzt hier auch Meisterschaft-Dingsbums da gemacht und so. Also, dass die Waffen halt mehr Schaden machen. Das ist hier so eine Epic-Waffe oder was ist das? Jo, sieht so aus, ne? Blau. Blau ist cool. Was tut's? Blau. Nicht schlecht, oder? Fahre mit der Seilbahn zur Basis der Rebellen. Ja, alles muss man hier alleine machen, oder? Wahnsinn. Nun gut. Ich würde sagen, das machen wir auch. Allerdings in der nächsten Folge wird er jetzt hier schon bei über 30 Minuten. Lange Folge. Langer Auftrag. Erfolgreicher Auftrag. In dem Sinne alles im grünen Bereich, oder? Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.